Ja, guten Tag, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ah, ja, okay. Ich hätte noch Winterfell reintun können in die Jacke. Aber okay, wir haben 10 Grad, das passt noch. Ich bin jetzt locker einen Monat nicht gefahren. Und die Gute ist sofort angesprungen. Also, ja, klar, ein bisschen Orgeln und alles, aber. Ansonsten sofort angesprungen. Ich habe das erste Mal Winterhandschuhe an. Jetzt ist alles kalt außer die Hände. Vorher war es genau andersrum. Wir haben 10 Grad. Okay, ist auch schon wieder relativ düster geworden. Ich glaube, gleich ist auch schon Sonnenuntergang. Tanken brauche ich heute auch nicht. Ja, was ist jetzt so einiges passiert in den letzten 4 Wochen? Oder warum habe ich so lange kein Video hochgeladen? Ich war krank. Gut 2 Wochen davon war ich krank. Danach, ja, war auch nur scheiß Wetter und dann hat es mit den Schichten nicht hingehauen, mal mittags fahren zu können. Also es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Ja, Video gedreht habe ich schon länger als 4 Wochen nicht. Ich habe ja mal 1-2 Stück in petto gehabt. Klar, ich habe einige Themen und auch für den Winter habe ich genug zu tun, eigentlich auch Schrauben und so weiter. Ich muss aber ganz ehrlich sein, ich hatte jetzt irgendwie keinen Elan irgendwie, war ein bisschen müde, wenn man das mal so sagen kann. Keine Ahnung, Winterdepression vielleicht, Corona-Depression, ich weiß es nicht. Momentan, wenn man mich sehen will oder beziehungsweise etwas häufiger sehen will, dann schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort zocke ich GTA Roleplay. Natürlich auch im Motorradclub. Hä, wie soll das denn sonst anders sein? Alter, was hast du da drin gemacht, ey? Ich habe eine OP gekriegt, die haben mir Wasser abgezogen. Dann haben die mir erzählt, die haben mir meine Eier geklaut. Die haben mir meine Eier genommen. Aber haben sie die Implantate jetzt reingesetzt, oder? Angeblich. Aber das fühlt sich alles genauso an wie vorher. Und ich habe keinen Schnitt da unten. Auch durch die Bauchraumdecke habe ich nichts. Die haben mich doch... Hast du jetzt Christbaumkugeln unten? Nein. Ich kann dir... Wolltest du mal gucken, oder was? Nee, will ich gar nicht wissen. Ja, da könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal folgen. Jetzt heute, ich glaube, wir haben schon... Obwohl ich jetzt... wochenlang kein Video hochgeladen habe. Ja doch, eins hatte ich hochgeladen. Da habe ich ja schnell ein Video in der Garage aufgenommen. Kostenauflistung vom Eisenschwein. Was ich jetzt demnächst auf jeden Fall noch aufnehmen werde, ist zum Beispiel, ich bewerte eure Bikes Teil 2. Leute, ich habe es nicht vergessen. Ich hatte nur einfach keine Zeit und dann auch... Oh, der hat aber einen Platten hinten. Verspricht er sich dadurch mehr Grip oder was? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, ansonsten, ja, Arbeit ist noch alles ganz normal. Ja, Corona haut natürlich mal wieder rein, ne? Ihr merkt das alle auch da, diese neue komische Variante und alles noch stärker und was weiß ich nicht alles. Ja, wir gehen, was mir auf jeden Fall alles auf den Sack geht, diese ganzen Diskussionen mit geimpft und nicht geimpft und ich bin nicht müde, ich bin nicht leid, ganz ehrlich. Mir geht da alles auf den Sack. Aber na gut, ist ein anderes Thema. Aber das ist zum Beispiel sowas, warum ich die letzte Woche auch, nachdem ich krank war, irgendwie keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Weil das jetzt gerade kurz vor Weihnachten, Winterzeit, alles wieder hochkommt. Im Sommer war so gut wie alles wunderbar. Die Zahlen waren relativ niedrig, kaum einer kräht einen Hahn danach. Und jetzt auf einmal geht das alles wieder hoch und dann, boah. Das nervt mich eigentlich nur noch. Es nervt nur noch. Aber na gut, dann müssen wir alle durch. Ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall schöne Weihnachtszeit, schon die Vorweihnachtszeit sozusagen. Ist ja jetzt schon der 3. Advent vorbei. Der war gestern. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig schönen Nikolaustag oder Nikolauswochenende. Und ja, nee, war ja eigentlich ein Montag. Ja, ich habe es nicht geschafft, ein Nikolaus-Video so wie letztes Jahr aufzunehmen. Es hat einfach nicht gepasst. Aber ist dann halt so. Das geht doch nicht! Trotzdem, obwohl ich jetzt so wenig Videos in letzter Zeit hochgeladen habe, steigen meine Abonnentenzahlen trotzdem langsam an. Ich habe gar nichts gemacht! Danke an jeden Einzelnen, der jetzt noch dazugekommen ist in der Zeit. Finde ich geil. Dass auch wenn mal nicht so regelmäßig mal ein Video kommt, trotzdem mein Kanal geguckt wird oder beziehungsweise auch noch neue Leute dazukommen.
Ach ja, hast du eine Einladung gekriegt und hast nicht über den zweiten mitbekommen. Dann wünsche ich dir das Allerbeste. Und ihr braucht doch keine Angst haben, hier wird auf jeden Fall weitergemacht. Ist jetzt einfach ja, so ein bisschen Winterflaute, sage ich jetzt mal. Ah, das Motorradfahren hier, das gefällt mir gerade wieder, muss ich sagen. Ja, Akku ist gerade ausgefallen. die sind verdammt schnell leer. Ich werde auf jeden Fall auch noch auf diesen YouTube-Kanal hier, auf dem Motorvlog-Kanal, mal live kommen. Allerdings werde ich dann nicht zocken, sondern ja, ein paar Reactions machen oder andere Themen, die auch per Instagram mal so abgesprochen wurden oder mal gefragt wurden. Vielleicht mache ich mal eine Fragerunde. Aber einfach für euch da draußen, meine treuen Zuschauer. Jetzt sind jetzt, glaube ich, 385 schon geworden. Leute, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube nicht, dass wir die 400 dieses Jahr noch knacken, aber wenn ich überlege, letztes Jahr von ja, ziemlich Anfang des Jahres, Januar, März vielleicht, bis Weihnachten, also da habe ich gerade mal an die 100 gekratzt, beziehungsweise die 100 habe ich dieses Jahr im Januar, glaube ich, erst geknackt. Und von da bis jetzt fast 400, also da ist schon ein deutlicher Anstieg. Finde ich sehr, sehr geil. Ich bin da sehr stolz drauf und ja, habe ich euch zu verdanken und ja, für vielleicht auch meinen Videos. Ihr guckt den Kram ja. Warum, weiß ich nicht, aber ist anscheinend so. Nein, doch. Was ich jetzt gesehen habe, könnt ihr das sehen? Da unten? 4 Wochen stand das Ding, hat ein bisschen Benzin getropft und da ist die ganze Farbe runtergegangen an dem Seitendeckel. Hat mich eben mal wieder mega geärgert. Da ist ja so viel Arbeit und alles geschliffen und was weiß ich nicht alles und lackiert und oh, und dann ist die Farbe, die scheiß Duplicolor hitzebeständige scheiß Ficker-Furzen-Farbe nicht benzinresistent. Oh. Aber das Thema hatte ich am Motor ja auch schon. Mal gucken, ob ich da diesen Winter dran gehe. Dann habe ich auch noch die andere Auspuffanlage, die ich auch noch aufbereiten will. Also es sind einige Teile da für Carry, die ich auf jeden Fall noch machen kann und machen muss und machen will. Ganz klar. Stoff ist auf jeden Fall vorhanden. Ich habe auch genug Themen, also an mangelnden Themen für Motovlogs und so weiter für meinen Kanal. Da mangelt es definitiv nicht. Ich habe so eine Liste auf meinem iPhone und iPad. Das synchronisiert sich immer. Wenn ich irgendwas sehe, ich schreibe mir sofort immer alles auf und wenn die Gelegenheit da ist, dann mache ich das Video dazu meistens. So habe ich es in der Vergangenheit auch gemacht. Ja, das hier, das nervt mich tierisch. Aber naja, was soll ich machen? Ist halt so. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mein Harley-Video von letztes Jahr, wo ich die Sportster fahre, nochmal neu exportiert. Denn ich habe gesehen, das was bei YouTube, ja, ich weiß nicht, was für eine scheiß Qualität das hat, obwohl ich das auch in guter Qualität habe. Wahrscheinlich werde ich das zu Weihnachten nochmal hochladen. Ich lösche das halt jetzt nicht, ich lade das einfach nochmal zusätzlich hoch, in geiler Qualität. Also in geiler Bildqualität, weil der Ton, der ist ja gut. Und da fiel mir jetzt gerade noch so ein, weil ich da irgendwie auch dran gedacht habe. Ja, und das ist es dann auch schon. Dann ist das Jahr gelaufen. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal so ein kleines Abschiedsvideo machen für dieses Jahr. Mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen Plan. Habe ich noch. Ah, komm, oh, hier so ein bisschen Sperenzchen hier. Ja, gut, Leute. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für das ereignisreiche Jahr. Dazu wird noch ein Video kommen, auf jeden Fall. Jetzt kurz vor Silvester, denke ich mal. Kurz vor Silvester wird bestimmt so ein Dankesvideo fürs ganze Jahr geben. Aber trotzdem muss ich es mal erwähnen. Dafür, dass ich jetzt auch 4-5 Wochen quasi abstinent war. Dass in der Zeit trotzdem der ein oder andere Abonnent dazugekommen ist. Ja, ich glaube sogar 15 Abonnenten seit dem letzten Motovlog oder so. Oder vielleicht sogar mehr, ich weiß gar nicht genau. Ich habe es nie so genau auf dem Schirm. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dazukommt. Und ja, ich freue mich auch schon auf den ersten Frühlings-Whiteout. Da mache ich mir schon Gedanken drüber und werde ich auch frühzeitig ankündigen, dass auf jeden Fall auch, dass ich auf jeden Fall die alte Truppe wieder zusammenkriege und vielleicht auch der ein oder andere noch mehr dabei. Leute, ich werde mich da auf jeden Fall
melden, wenn ich da konkrete Pläne habe oder beziehungsweise Vorstellungen. Und dann machen wir das Ding auch wieder gemeinsam. Freue ich mich drauf. Vielleicht auch eine etwas größere Tour, mal richtig was fahren und dann und so weiter. Aber werden wir sehen. Leute, wie gesagt, ja, haut rein, ne? Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, dieses Jahr sogar noch. Und ich sage auf jeden Fall schon mal eine schöne Weihnachtstage oder Vorweihnachtszeit und ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns.